Untersuchungsausschuss. Ja, wir kommen von einem Untersuchungsausschuss zum nächsten, denn es gibt ja noch einen zweiten Untersuchungsausschuss, einen parlamentarischen, der im Bundestag derzeit tagt. Das ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut. Und Sie sehen hier schon einen sozusagen der Hauptakteure, zumindest nicht nur im Untersuchungsausschuss, sondern auch jetzt in der folgenden Aktuellen Stunde. Der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut, der tagt derzeit auch. Die Abgeordneten haben jetzt allerdings unterbrochen und sind jetzt alle hier herübergeeilt in den Plenarsaal. Die Grünen haben diese Aktuellen Stunde beantragt und wollen vor allem noch mal die Zeugenaussage von Andreas Scheuer genau vor einer Woche im Untersuchungsausschuss thematisieren. Oliver Grischer für die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 5 Jahre lang hat die CSU die Verkehrspolitik in Deutschland damit lahmgelegt, dass sie ein Mautsystem schaffen wollte, bei dem es nicht etwa um Klimaschutz, Verkehrswende, soziale Gerechtigkeit, nein, es sollte nicht einmal um zusätzliche Einnahmen gehen, nein, es sollte ausschließlich darum gehen, Ausländerinnen und Ausländer zu diskriminieren. Und meine Damen und Herren, nachdem der Bundestag das hier zweimal beschlossen hat mit der Koalitionsmehrheit, möchte ich an der Stelle noch mal dem Europäischen Gerichtshof danken, dass er vor über einem Jahr dieses Irrsinnsprojekt gestoppt hat. So, und wer nun dachte, damit könnte das Kapitel Ausländermaut in den Ordner der CSU-Skurrilitäten abgeheftet werden, der, meine Damen und Herren, der hat nicht mit Andi Scheuer gerechnet. Was wir im Untersuchungsausschuss erleben, das ist das Sittengemälde eines Ministeriums, in dem alles egal war. Es ging nur und ausschließlich darum, jahrelang diese Maut durchzusetzen. Und darüber muss hier gesprochen werden, meine Damen und Herren. Und ich möchte es klar sagen, Andreas Scheuer hat gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen, das steht fest. Er hat wahrscheinlich sogar mehrfach das Parlament belogen und er hat infolge seiner persönlichen Entscheidungen dem Steuerzahler einen Schaden von mehreren 100 Millionen Euro verursacht. Ich frage Frau Merkel, Herr Söder, wie lange wollen Sie das dem Land und der Republik noch antun, was dort auf der Regierungsbank sitzt, meine Damen und Herren? Und was wir letzte Woche im Untersuchungsausschuss erlebt haben, das sucht in der deutschen Politik seinesgleichen. Dort sagen 3 Zeugen glasklar und unzweifelhaft, dass sie dem Verkehrsminister Andreas Scheuer angeboten haben, die Maut zu verschieben nach dem EuGH-Urteil. Sie sagen klar und deutlich, dass er das abgelehnt hat mit Verweis auf die Bundestagswahl und dass das vorher schnell fertig werden muss. Meine Damen und Herren, damit ist klar, Andreas Scheuer trägt unmittelbar die persönliche Verantwortung. Und das ist im Untersuchungsausschuss letzte Woche geklärt worden. So, und meine Damen und Herren, was macht die Koalition? Sie tut etwas, wir haben das überprüfen lassen, was in Untersuchungsausschüssen in den letzten 10 Jahren noch nie vorgekommen ist. Sie beantragt am Tag der Befragung einen weiteren Zeugen zu befragen, ein völlig ungewöhnlicher Vorgang. Das ist der Ex-Staatssekretär Schulz, im Ministerium, nicht meine Wortwahl, im Ministerium genannt Mr. Maut. Und dieser Mann kann sich hervorragend, darum heißt er wahrscheinlich auch Mr. Maut, an alle möglichen Dinge, an alle Details der Maut erinnern. Nur an eines, er war bei dem Geheimtreffen dabei, an eines kann er sich interessanterweise nicht erinnern. Er sagt nämlich, er könne sich nicht erinnern, ob es ein solches Angebot, die Maut zu verschieben, von den Betreibern gegeben habe. Er wolle es aber auch nicht ausschließen. Meine Damen und Herren, wer solche Entlastungszeugen von der Koalition einlädt, der braucht eigentlich gar keine Belastungszeugen mehr von der Opposition. Und meine Damen und Herren, und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, dieser Mr. Maut, der ist jetzt nicht mehr Staatssekretär, der ist jetzt hochbezahlter Manager des von Herrn Scheuer verstaatlichten Toll-Collect-Unternehmens. Und meine Damen und Herren, das ist ein Sittengemälde, wo ich ehrlich gesagt sage, da kann man das Drehbuch fast als Vorabendserie an ZDF verkaufen, House of Scheuer oder so ähnlich. Da gäbe es wenigstens vielleicht noch ein paar Einnahmen für das Drehbuch, meine Damen und Herren. Die Geschichten...
Die Geschichten werden immer mehr. Die Geschichten werden immer mehr im Untersuchungsausschuss. Es stellt sich heraus, dass die Berater abgeraten haben, sofort zu kündigen, dass dadurch der Schaden vergrößert worden ist und, und. Es wird jede Sitzung mehr. Und dieser Mann ist immer noch im Amt. Und da stellt man sich ja die Frage, warum macht eigentlich der Koalitionspartner SPD das die ganze Zeit noch mit, wo der ja in einer Koalition ist, die er ja gar nicht will? Und wir erinnern uns ja noch, Nikolaus ist GroKo aus und was haben wir nicht alles gehört? Meine Damen und Herren, da gibt es jetzt welche, die sagen, na ja, da soll Herr Scholz nicht so hart angepackt werden von der Union im Untersuchungsausschuss Wirecard. Das mag sein. Herr Scholz hat ja auch einigen Dreck am Stecken. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist viel profaner. Und das hat man in der Aktuellen Stunde gestern hier gemerkt, dass das Grundproblem ist, dass Andreas Scheuer genau die Verkehrspolitik aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts macht, die die SPD will. In Wahrheit finden Sie das genau richtig, was der Scheuer tut und treibt, und deshalb stützen Sie ihn. Das ist der politische Grund. Herr Kollege, die Zeit ist abgelaufen. Meine Damen und Herren, der letzte Satz. Ich habe mich 2017 hier geirrt. Da habe ich gesagt, nach Ramsauer und Dobrindt kann es nicht schlimmer kommen. Nein, es kam schlimmer mit Herrn Scheuer. Und ich sage Frau Merkel, Herr Söder, machen Sie Schluss damit. Entlassen Sie endlich diesen Minister. Ja, da hat sich ziemlich viel angesammelt in den vergangenen Monaten. 9 Monate ungefähr tagt der Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut in der letzten Woche. Ganze 18 Stunden mit dem Zeugen Andreas Scheuer, mit den Zeugen der einzigen Partner des Bundes, die Mautfirmen. Da gab es ebenfalls die 3 Zeugen, das, was Oliver Krischer angesprochen hatte. Jetzt hören wir für die fällt einem wirklich Unionsfraktion, schwer, am Anfang, liebe Kollegen, zu sagen. Michael Frieser. Einen solchen Tag, auch eine solche Aufsetzung und auch eine solche Rede hat das Haus wirklich selten erlebt. Schon der Titel dieser Aktuellen Stunde, der Auftritt eines Ministers, entlarvt die gesamte Inszenierung, die die Opposition hier loslegt. Sie wollten diesen Untersuchungsausschuss, obwohl wir der Auffassung waren, die Aufklärung hätte es anders getan. Sie wollten die Geschäftsordnung bemühen, damit wir in diesen Untersuchungsausschuss gehen. Jetzt tun Sie genau das Gegenteil. Sie behindern die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Sie führen sie absurdum. Warum? Weil Sie den Zirkus wollen und nicht die Suche nach der Wahrheit. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Es geht um einen Auftritt, das muss man sich schon mal vorstellen, weil der Pulverdampf, den der Untersuchungsausschuss hervorruft, nicht ausreicht. Nach Wochen, nach Monaten, nach Ordnerweisen durchkämmen, nach der Suche nach der angeblichen Wahrheit, bisher null. Keine Verstöße des Ministeriums gegen Vergaberecht, keine haushaltsrechtlichen Unregelmäßigkeiten, kein Fehlverhalten des Ministers. Selbst der so hoch gelobte Tag, an dem der Minister Rede und Antwort stellen muss, ging nach hinten los, weil bestenfalls noch klar ist, dass Aussage gegen Aussage steht. Und dann sind wir bei dieser hochumwundenen Aussage, dass vollkommen klar ist, denn das hat der letzte Untersuchungsausschusstag schon gebracht, bei der Suche nach der Motivation. Warum soll denn eigentlich ein Unternehmen, das droht, in Verlust zu geraten, weil jeder Tag an Verzögerung sie für Unmengen an Geld bedeutet, das haben Sie vor noch 4 Wochen vor dem angeblichen Gespräch, in dem dieses Angebot zur Verschiebung wegen des fragwürdigen EuGH-Urteils gefallen sein soll. Da haben Sie noch deutlich gemacht, nein, wir wollen unter keinen Umständen irgendeine Verzögerung, irgendeine Verspätung, weil das Geld kostet. Und dann soll dieses freimütige, unternehmerische, so selbstlose Angebot gefallen sein. Dass vollkommen klar ist, dass 2 Zeugen übereinstimmend sagen, zusätzlich zum Minister, das gibt überhaupt keinen Sinn. Der Hauptbelastungszeuge ist an dieser Stelle einer, der gar nicht dabei war. Und das nimmt man zum Ansatz.
nicht etwa im Untersuchungsausschuss weiter zu hinterforschen, nämlich interessanterweise hinter verschlossenen Türen, weil es um ein laufendes Schiedsgerichtsverfahren geht. Und welch Wunder, jetzt reden wir über die Motivation. Warum ein Unternehmen, dem ein Geschäft in Millionenhöhe durch die Lappen gehen, plötzlich Interesse daran hat, die Arbeit der Bundesregierung, die Arbeit dieses Ministers zu diskreditieren. Da mag man mal an Interessenspolitik denken. Und ganz ehrlich, zwischen 500 Millionen und null, da liegt für Herrn Schulenberg und Kollegen die Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die wahre Motivation, warum man plötzlich ein paar Monate nach einem angeblichen Gespräch eine Notiz fingiert. Darum geht's. Und wer macht jetzt im Augenblick daraus Politik? Nicht der Untersuchungsausschuss, nicht die Suche nach der Wahrheit. Nein, nein, der Zirkus muss hier stattfinden. Sie behindern die Arbeit sogar noch. Gerade eben sollte der Untersuchungsausschuss weiterlaufen. Gerade eben sollten weitere Zeugen vernommen werden. Nein, wir machen hier eine Aktuelle Stunde. Herr Präsident, eine äußerst fragwürdige Auslegung der Geschäftsordnung. Ich kann es nur noch einmal sagen. Sie haben betont, dieser Geschäftsordnungsausschuss muss tatsächlich als Untersuchungsausschuss tagen, weil der Verkehrsausschuss das nicht aufarbeiten kann. Jetzt sind Sie mit den Ergebnissen unzufrieden. Jetzt muss der Zirkus tatsächlich ins Parlament getragen werden. Sie sollten sich schämen an dieser Stelle über diese überbordende Auslegung der Geschäftsordnung. Das ist der eigentliche Skandal im Verlauf dieses Untersuchungsausschusses. Und am Ende des Tages bin ich mal gespannt, ob Sie die Geduld aufbringen werden und auch die notwendige Haltung. Bei so viel Doppelmoral muss man selbst bei diesem Niveau schon sagen, sehr, sehr niedrig. Sind Sie bereit, am Ende des Tages wirklich sehenden Auges auch die Wahrheit zu akzeptieren? Die Frage stellt sich für mich als einzige in diesem Untersuchungsausschuss. Vielen Dank. Ja, unschwer zu erkennen. Da ist eine Menge Dynamik drin. Und vor allem haben Sie schon an den ersten beiden Rednern gemerkt, dass die Bewertungen sehr weit auseinandergehen. Zum einen, was die Vorgänge rund um die Pkw-Maut anbelangt, aber auch was die Aussagen beispielsweise in der vergangenen Woche im Untersuchungsausschuss von Andreas Scheuer und von den Zeugen der Mautbetreiberfirmen anbelangt. Wolfgang Wiehle, jetzt der Obmann für die AfD im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Kolleginnen und Kollegen, das Projekt Pkw-Maut stand als politische Obsession einer kleinen Partei von Anfang an unter einem schlechten Stern. Grundlage des Projekts ist der Koalitionsvertrag von 2013, dessen Formulierung voll auf Kollisionskurs mit EU-Recht ist. Ob das EU-Recht übergriffig ist und die Souveränität der Mitgliedstaaten über Gebühr einschränkt, ist eine eminent wichtige politische Frage, die auch untersucht werden muss. Der betreffende Text im Koalitionsvertrag war Chefsache der damaligen Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel. Wir haben im Untersuchungsausschuss neben Herrn Seehofer auch schon den früheren Verkehrsminister Ramsauer gehört, mit diametral unterschiedlichen Aussagen über die Motivation der Beteiligten dieses Kuhhandels. Wie kam dieser Text mit seiner eingebauten Hypothek zustande? Wenn wir das aufklären wollen, müssen wir auch Frau Merkel und Herrn Gabriel als Zeugen hören. Soweit geht der Aufklärungswille der anderen Fraktionen bislang aber leider nicht. Sie bleiben eingeladen, unsere Initiative doch noch zu unterstützen. Wir von der AfD-Fraktion fühlen uns vor allem zwei Dingen verpflichtet: der Wahrheit und dem Geld der deutschen Steuerzahler. Auf der vergangenen Sitzung des Untersuchungsausschusses stand ein Treffen von Verkehrsminister Scheuer mit Vertretern des Bieterkonsortiums im Mittelpunkt. Wurde im November 2018 angeboten, den Vertrag über die Mauterhebung erst viel später zu unterschreiben, nämlich nach dem EuGH-Urteil. Hat Minister Scheuer den Bundestag belogen, als er im September 2019 dazu befragt wurde? Auffällige Erinnerungslücken des Ministers hinterlassen ein peinliches Bild. Der Wahrheit dient das sicher nicht. Die Aussagen der Firmenvertreter ergänzen sich.
Es gab einen Vorschlag, den Vertrag später zu schließen. Aber es ging dabei nicht um das EuGH-Urteil selbst, wie jetzt gerne erzählt wird, sondern es ging einfach ums Geld. Das Prozessrisiko schätzten die Anbieter nämlich als gering ein. In der zusätzlichen Zeit sollte der Minister vielmehr ein höheres Budget in den Haushalt stellen lassen. Am Ende reichte das Budget dann doch, wie wir wissen. Allerdings unter Anwendung von hanebüchenen Methoden. Ich erinnere an die vorher kategorisch ausgeschlossene Mithilfe von Toll Collect und die Übernahme von Portokosten durch den Bund. Vergaberechtlich und haushaltsrechtlich war das ein Ritt auf der Rasierklinge. Warum wurde das Budget für die Pkw-Maut nicht in gleicher Höhe in den Haushalt 2019 eingestellt? Der Minister hat sich damit selbst Fußfesseln angelegt und unter Zeitdruck gesetzt, den Zwang erzeugt, noch am Sonntag, 30.12.18, mit dem Mautvertrag zum Notar zu gehen. Eine befriedigende Erklärung dafür habe ich bis heute nicht gehört. Abenteuerlicher Umgang mit Recht und Gesetz gehört vielleicht in bestimmten CSU-Kreisen zum Repertoire. Die bayerische Corona-Politik steht mit den Grundrechten der Bürger ja auch auf Kriegsfuß. Substanzlose Showeinlagen wie der Aktenwagen mit angeblich vollständigen Mautordnern qualifizieren vielleicht für das Amt des CSU-Generalsekretärs. Aber als Bundesminister ist Herr Scheuer für die Regierung eine tonnenschwere Last. Die SPD hat mit Olaf Scholz jetzt aber auch einen Minister, auf den ein Untersuchungsausschuss zukommt. Sichern sich die Koalitionspartner da gegenseitige Unterstützung zu, um Rücktritte zu vermeiden? Uns von der AfD würde das Abtreten eines Ministers als Antwort auf den Mautskandal nicht reichen. Wir wollen wissen, wie kam es 2013 zu dem Koalitionsvertrag mit dem undurchführbaren Mautauftrag? Warum stand das Geld für die Maut nicht im Haushalt 2019? Hat sich keiner in der Regierung um den Umgang mit Vergabe- und Haushaltsrecht im BMVI gekümmert? Wir schützen die Interessen der Steuerzahler und wir wollen die ganze Wahrheit erfahren. Ich verspreche Ihnen, wie den Bürgern unseres Landes, die AfD-Fraktion wird vorher keine Ruhe geben. Wolfgang Biele war das, der Obmann der AfD-Fraktion im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Pkw-Maut-Debakels. Der heute übrigens auch tagt mit Zeugen, das sind vor allem externe Experten, die das Verkehrsministerium damals beraten haben bei der Erstellung der Mautverträge, die ja schon unterzeichnet worden sind, die wir ja schon mehrfach gehört haben. Ende 2018 war das der Fall und 2019 im Juni wurde die Pkw-Maut dann vom Europäischen Gerichtshof ja gekippt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor ziemlich genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle gefragt, was bleibt von dieser Pkw-Maut? Meine Vermutung war, viel politischer Streit, viele offene Fragen, schwerwiegende Vorwürfe. Ein Jahr später können wir über die abschließenden Kosten noch nichts sagen und auch die Vorwürfe stehen nach wie vor im Raum und sind nicht abschließend zu bewerten. Sagen kann ich allerdings als Ausschussvorsitzender, dass die bislang weitgehende produktive Zusammenarbeit zunehmend vom Theaterdonner übertönt wird. Und das zeigt auch diese Aktuelle Stunde. Und ich hatte im letzten Jahr gehofft, auch als Politiker muss man Hoffnungen haben, Opposition, Koalition und alle Zeugen wirken konstruktiv zusammen. Und es sollte eben keine politische Showbühne werden, aber die Personality-Show gehört offenbar für manche zwingend dazu. Dies gibt aber für einen Untersuchungsausschuss kein gutes Bild ab, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wer da glaubt, Filmchen im Internet dienen der Wahrheitsfindung, markige Worte in einer Aktuellen Stunde dienen der Wahrheitsfindung, der unterscheidet auch nicht zwischen Heute-Show und Heute-Journal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Gegensatz zu anderen geht es mir nicht darum, einen der einem Entstehen oder Scheitern
der PKW-Maut Beteiligten zu beschädigen. Unsere Aufgabe im Ausschuss ist eine faire Verhandlung der Sachlage. Wir sind weder Ankläger noch Verteidiger, möchte ich in Erinnerung rufen. Und es geht mir darum, das Handeln des Verkehrsministeriums und demjenigen an der Spitze zu überprüfen in diesem Ausschuss. Und Artikel 44 des Grundgesetzes dient doch nicht vor allem der Strafe oder Bestrafung, sondern dient der Aufklärung, einem wichtigen, im Grundgesetz verankerten Recht, einen Untersuchungsausschuss, um Fragen zu klären, einzusetzen. Und wenn dieser Untersuchungsausschuss arbeitet und der Minister letzte Woche da war, dann denke ich, kann man das durchaus bewerten. Aber ich muss ehrlich sagen, es geht selbstverständlich auch um politische Verantwortung. Allerdings sind noch viele Fragen offen. Wurde Vergaberecht gebrochen? Wurde Haushaltsrecht gebrochen? Hat er die Unwahrheit gesagt? Und daran sollten wir arbeiten, anstatt irgendeine Show hier in einer Aktuellen Stunde abzuziehen. Ich wünsche mir, dass wir dies auf jeden Fall zukünftig machen. Der Untersuchungsausschuss ist eine Chance, um die Debatte zu versachlichen, sagte Minister Scheuer einmal selbst. Daran müssen wir Ihre erste Aussage im Untersuchungsausschuss auch messen, Herr Minister. Bei seiner nächsten Vernehmung, die ja auch stattfinden wird im Januar, sollten Sie diesem Anspruch auch dringend gerecht werden. Das, was letzten Donnerstag dort im Raum stand und von Ihnen erklärt wurde, reicht da bei weitem nicht aus. Nach allem, was man vom Minister im Vorfeld hörte, dachte ich, dass er sich seiner Sache sehr sicher ist. Die erwartete Sicherheit, Klarheit und überzeugende Wirkung ließ leider der Minister dann bei entscheidenden Fragen jedoch schon vermissen. Und ich denke, er hat auch die Chance, dazu noch mal Stellung zu nehmen. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon ein Stück weit überrascht. Die 5 Stunden mit Minister Scheuer und 18 Stunden insgesamt am letzten Donnerstag brachten kein ausreichendes Licht ins Dunkel. Die widersprüchlichen Aussagen zwischen Managern und Ihnen, Herr Minister, haben leider noch nicht die notwendige Klarheit gebracht. Und belastende Vorwürfe stehen weiter im Raum. Meine Hoffnung und Forderung ist, dass die Führung des Bundesministeriums in Zukunft verlässlichere Aussagen, noch transparentere Aussagen bringt. Und da möchte ich auch hier noch mal aufrufen, dass dies geschieht, wir endlich wieder zu sachlicher Arbeit zusammenkommen. Ich danke Ihnen mit dieser Hoffnung für Ihre Aufmerksamkeit und danke an dieser Stelle vor allen Dingen dem Kollegen Kühn, der ja jetzt nach Dresden geht und nicht mehr diesem Ausschuss angehören wird. In diesem Sinne viel Erfolg, Herr Kollege, und uns weiterhin eine gute Arbeit. Udo Schiefner war das, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut, der noch einiges vor sich hat. Es stehen noch einige Zeugen auf der Liste des Untersuchungsausschusses. Auch Andreas Scheuer wird im Januar noch ein zweites Mal als Zeuge dort aussagen. Perfekt. Nächster Redner für die FDP-Fraktion. Heute allerdings in dieser Aktuellen Stunde wird er sich nicht zu Wort melden. Dafür aber die Mitglieder des Untersuchungsausschusses und die Obleute. Das ist der Obmann der FDP-Fraktion, Christian Jung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Ausschussvorsitzender Schiefner, vielen Dank am Ende für Ihre klaren Worte. Ich glaube, wir müssen versuchen, hier die Wahrheit herauszufinden. Und ich freue mich, wenn die SPD jetzt sich endlich auch von der CDU-CSU, vor allem von der CSU, löst und uns auch hilft, dass wir ein Kreuzverhör gegen den Minister durchbekommen, weil es sind noch viel zu viele Fragen offen, die wir gemeinsam mit der SPD auch klären müssen. Und haben Sie keine Angst wegen Wirecard oder Herrn Scholz. Wir müssen in diesem Ausschuss dazu beitragen, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Was wir in der vergangenen Sitzung des Mautuntersuchungsausschusses erleben durften, war leider keine Sternstunde für die parlamentarische Demokratie. Wir mussten einen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erleben, der offenbar das Selbstbild hat, er stehe über dem Gesetz und wisse sowieso immer alles besser.
was ich persönlich, Herr Minister, von Ihnen auch eigentlich erwartet hatte, dass Sie auch mal Fehler eingestehen, weil insgesamt haben Sie viele Fehler gemacht und dazu könnte man auch mal stehen. Dazu ist auch der Untersuchungsausschuss da. Bei der Vergabe der Pkw-Maut wurde Vergaberecht, Haushaltsrecht und Europarecht von Herrn Scheuer massiv missachtet. Außerdem hat er mehrfach gegen die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung und die Registraturrichtlinie verstoßen. Diverse Gespräche mit den Betreibern nach deren finalem Angebot und den Nachverhandlungen hat der noch amtierende Bundesminister nicht protokollieren lassen. Damit sind wesentliche Entscheidungsprozesse bei dem Desaster um die Pkw-Maut nicht nachvollziehbar. Es herrscht totale Intransparenz. Wir haben drei Zeugen gehört, die als Betreiber des Mautsystems Herrn Scheuer angeboten haben wollen, er hätte die Verträge mit ihnen erst nach dem EuGH-Urteil unterzeichnen können. Wir erinnern uns, dass mein Fraktionskollege Oliver Luksic an dieser Stelle am 25.09.2019 an der Regierungsbefragung Herrn Minister Scheuer dahingehend befragte, ob er mit den Betreibern exakt über dieses Angebot einer Verschiebung der Vertragsunterzeichnung gesprochen habe. Hier im Parlament sagte Herr Scheuer auf Nachfrage von Herrn Luksic, er habe nicht mit den Betreibern über dieses Angebot gesprochen. Deshalb steht der Vorwurf der Lüge im Raum, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wäre es, glaubt man den Betreibern so, dass Herr Minister Scheuer hier im Plenum, aber auch im Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt hätte. Das ist der Knackpunkt. Zum anderen hat Herr Minister Scheuer nach der Sitzung des Untersuchungsausschusses getwittert, nicht er, sondern Herr Luksic lüge, und das sei die Wahrheit. Ich bin ehrlich gesagt über Herrn Scheuer deshalb schockiert. Wie kann es sein, dass ein Minister, der in seiner Befragung den Vorwurf, er habe das Parlament belogen, aufgrund von Erinnerungslücken nicht aus dem Weg räumen konnte und dann als erstes nach der Sitzung am frühen Morgen einen unserer Kollegen der Lüge bezichtigt. Die Betreiber haben gegenüber dem Ausschuss erklärt, sie hätten die Wahrheit gesagt. Herr Scheuer hingegen konnte sich seinerseits beim besten Willen nicht mehr erinnern, ob die Betreiber ihm angeboten hätten, die Verträge erst nach dem EuGH-Urteil zu unterzeichnen. Sie brauchen jetzt hier nicht rumzuheulen, liebe CSU, sondern bleiben Sie hier mal bei den wichtigen Fragen, bei dem Knackpunkt der Lüge. Das wird ja auch in Ihrer Partei intensiv intern diskutiert. Herr Minister Scheuer, Sie konnten nicht beweisen, dass Sie das Parlament und den Untersuchungsausschuss nicht belogen haben. Daher fordere ich Sie nunmehr auch persönlich auf, vom Amt des Bundesverkehrsministers sofort zurückzutreten. Und Frau Bundeskanzlerin Merkel und auch Herr Söder müssen umgehend dem Bundespräsidenten ihre Entlassung vorschlagen. Zum Abschluss noch einige persönliche Worte an Herrn Söder. Lieber Herr Ministerpräsident, Sie zeigen jeden Tag kraftvoll, dass Sie respektiert und ernst genommen werden wollen. Wer aber nach Höherem strebt, muss auch die Kraft haben, unangenehme Entscheidungen wie die Entlassung von Andreas Scheuer durchzuführen. Sonst würden Sie ja zeigen, Herr Ministerpräsident, dass Sie der Vorsitzende einer unseriösen Partei sind, die Probleme nicht löst, sondern aussitzt. Beweisen Sie mir und auch der deutschen Bevölkerung das Gegenteil. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Christian Jung war das, der Obmann der FDP-Fraktion, mehrfach schon gefordert, den Rücktritt des Ministers, weil der Vorwurf nach wie vor im Raum steht, dass Andreas Scheuer dem Bundestag nicht die Wahrheit gesagt hat. Schon vor einem Jahr, als er danach gefragt wurde, gab es das Angebot der Mautbetreiber, die Unterschrift zu den Mautverträgen zu verschieben, bis der Europäische Gerichtshof geurteilt hat. Jörg Cézanne spricht jetzt, der Obmann der Linksfraktion im Mautuntersuchungsausschuss. Herr Präsident, meine Damen und Herren, keine ganz einfache Debatte heute. Herr Andreas Scheuer hat sich am vergangenen Donnerstag im Untersuchungsausschuss darauf zurückgezogen, sich an das von drei Zeugen bestätigte Angebot mit der Vertragsunterzeichnung für die Erhebung der Pkw-Maut bis nach dem Urteil des EuGH zu warten, nicht erinnern können. Aus meiner Sicht gibt es mehr als einen Grund, Herrn Minister Scheuer nicht zu glauben.
Im Bundestag hatte er am 25.09., darüber war schon gesprochen worden, noch ausgeschlossen, dass über eine Verschiebung der Vertragsunterzeichnung gesprochen worden sei. Nun zieht er sich darauf zurück, dass dies natürlich nur nach seiner Erinnerung so gewesen sei. Ja, formal hat er damit noch nicht gelogen. Aber im Gespräch mit Freunden, Bekannten oder dem einen oder anderen Pressevertreter traf diese feine Note auf wenig Verständnis. Der lügt doch, wie er es braucht, war da noch die freundlichste Reaktion. Minister Scheuer und sein Staatssekretär führten diese Gespräche zu allem Überfluss noch vergaberechtswidrig. Dies hatte auch schon der Bundesrechnungshof in Bezug auf das gesamte Vergabeverfahren im vergangenen Jahr festgestellt. Ich sage ganz klar, mit rechtsstaatlichem Verwaltungshandeln hat das nichts mehr zu tun. Es zeigt sich ein Verständnis von Regierungstätigkeit wie in einem schlechten Mafia-Film. Morallose Mittelmäßigkeit nannte das die Frankfurter Rundschau. Herr Scheuer, mit Ihrem Auftritt im Untersuchungsausschuss haben Sie dieses Bild bestärkt. Entweder Sie sind ein Minister, der es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt, oder einer, der sich selbst einfachste Dinge nicht merken kann. Die Menschen in diesem Land haben es nicht verdient, von einer mangelnden Gedächtnislücke regiert zu werden. Wäre Andreas Scheuer nicht Verkehrsminister, sondern Angestellter in einem Unternehmen, er säße längst auf der Straße. Wer ohne Rechtssicherheit millionenschwere Aufträge vergibt, dabei Vergabe- und Haushaltsrecht missachtet und nach dem großen Knall auch noch den Auftraggebern versucht, die Schuld zuzuschieben, hat in einer Führungsposition schlicht nichts zu suchen. Ein Minister, der nicht erkennen lässt, dass er bereit ist, die Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen, der auf Fragen und Kritik einfach damit antwortet, er habe immer alles richtig gemacht, und der sich nicht mal daran erinnern kann, was er mit den Partnern seines wichtigsten politischen Projekts der gesamten Legislaturperiode besprochen hat, ist einfach eine peinliche Erscheinung. Ohnehin ist Andreas Scheuer ja auch so etwas wie der kuriose Zwilling von König Midas. Was er anfasst, geht in die Hose. Nicht nur die CSU-Ausländermaut mit möglicherweise bis zu 600 Millionen Euro Schadenersatz, die Autohersteller für die Dieselbetrug in die Pflicht zu nehmen und zur Nachrüstung der betroffenen Fahrzeuge zu verpflichten, Fehlanzeige. Reform der Verwaltung der Autobahnen in der Sackgasse, flächendeckender Mobilfunkausbau und schnelles Internet, ein politisches Funkloch, die neue Straßenverkehrsverordnung, ein Konvolut an Rechtsfehlern. Abschließend dann auch noch der für mich wirklich schäbige Versuch mit einer Veränderung der Schiffssicherheitsverordnung, Schiffe privater Rettungsorganisationen, die täglich Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten, am Auslaufen zu verhindern. Zum Glück kann man sagen, vor Gericht gescheitert. Der von Minister Scheuer angerichtete Schaden geht aber über den möglichen Schadenersatz an die Betreiberfirmen der Pkw-Maut weit hinaus. Herr Scheuer hat die Glaubwürdigkeit dieser Regierung schwer beschädigt und tut dies mit jedem weiteren Tag, den er weiter im Amt bleibt. Das muss mich als Oppositionspolitiker nicht scheren, aber dieser Verlust an Glaubwürdigkeit schädigt selbstverständlich das Vertrauen vieler Menschen in die Politik insgesamt. Herr Scheuer, Sie hätten im vergangenen Sommer mit Anstand und Würde die politische Verantwortung für das Scheitern der Pkw-Maut übernehmen können. Offensichtlich sind das keine Kategorien, die für Ihr politisches Handeln eine Rolle spielen. Vielmehr scheinen Sie darauf zu vertrauen, dass in dieser Situation selbst in der CSU niemand bereit ist, das Ministerium zu übernehmen und die von Ihnen eingebrockte Suppe auszulöffeln. So harren Sie dem Ende der Legislaturperiode entgegen. Frau Bundeskanzlerin, Herr Ministerpräsident Söder, liebe SPD-Fraktion, bitte setzen Sie diesem Spuk ein Ende.
sagt Jörg Cézanne. Ja, und zu den Kosten, da kann man ja abschließend noch nicht genau etwas zu sagen. 560 Millionen Euro Schadensersatzforderung der Betreiber gibt es. Das wird aber verhandelt in einem juristischen privaten Schiedsgerichtsverfahren. Da wird man vor dem nächsten Jahr überhaupt nichts erfahren. 70 Millionen, allerdings über 70 Millionen hat die Maut schon gekostet, allein was die Vorbereitungskosten und die Kosten für externe Berater anbelangt. Die Möglichkeit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist eine große Errungenschaft, um die Exekutive zu kontrollieren und um Sachverhalte zu erforschen. Dieser Untersuchungsausschuss ist, denke ich, wichtig für die Bürger, die sich zur Maut fragen, wie kann das sein, wie konnte das passieren. Aber das alles wird entwertet von billigem Aktionismus, von Leuten, denen nichts an Aufklärung gelegen ist, deren einziges Ziel es ist, einen Minister zu diskreditieren. Ein präsiges YouTube-Video eines Kollegen in der Bibliothek, eine vorweggenommene Beweiswürdigung, bevor man die Zeugen überhaupt angehört hat. Wie tief kann man eigentlich sinken? Wo bleiben die Leute in der FDP und bei den Grünen, die an den Rechtsstaat und an echte Sachverhaltsaufklärung glauben? Die hat es nämlich einmal bei Ihnen gegeben. Bereits im Vorfeld der Sitzung des Untersuchungsausschusses in der vergangenen Woche haben die Oppositionsfraktionen in der Öffentlichkeit einen solchen Erwartungsdruck aufgebaut, der nach der Sitzung dann wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Und mit dieser Situation haben Sie nun ein Problem. Weil die Opposition ihrem vorgefassten Ziel keinen Schritt näher gekommen ist, wollen Sie nun heute unbedingt politische Konsequenzen ziehen. Liebe Grünen-Fraktion, mit staatspolitischer Verantwortung hat diese Aktuelle Stunde heute nun gar nichts zu tun. Und es zeigt nur, dass Ihnen überhaupt nicht an Aufklärung gelegen ist. Sonst wären wir nämlich nicht hier, sondern würden drüben im Anhörungssaal weiter die Zeugen befragen. Und ich würde mich auch freuen, wenn der Kollege Krischer vielleicht sich die Zeit nehmen würde, mal bei der einen oder anderen Sitzung auch zugegen zu sein. Dann würde er hier nicht zu einem Zeug reden müssen. Der Opposition geht es also einzig und allein um die Diskreditierung des Ministers und nicht um Sacharbeit und Sachaufklärung. Wer aber so agiert, der diskreditiert vor allem sich selbst. Die Ausschusssitzung vom vergangenen Donnerstag sollte aus Oppositionssicht einen vorläufigen Höhepunkt des Untersuchungsausschusses markieren und nur noch das vorgefertigte Ergebnis zutage tragen, die Amtsniederlegung. Und weil Sie jetzt eben mit leeren Händen dastehen und völlig hinter Ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, was die mediale Wirkung des Auftritts und der Aussagen von Bundesminister Scheuer vor dem Untersuchungsausschuss anbelangt, muss es jetzt eben diese Aktuelle Stunde richten. Wir sind mit den Zeugenaussagen in der letzten Sitzung sehr gut in der Sache vorangekommen. Klar, viele Fragen sind offen geblieben, insbesondere auf Seiten der Betreiber. Und es gibt einige Ungereimtheiten. Und eine möchte ich auch hervorheben, nämlich die kurzfristige Vorlage eines Erinnerungsprotokolls, erstellt am 19. September 2020, vorgelegt am 23. September 2020, zu einem Gesprächstermin am 29. November 2018, erstellt von, und jetzt kommt es, von einem Menschen, der überhaupt nicht an dem Gespräch selbst teilgenommen hat. Dieses Gedächtnisprotokoll hat der Zeuge also knapp 2 Jahre nach dem besagten Gespräch und damit zu einem höchst ungewöhnlichen Zeitpunkt erstellt, nämlich als er bereits als Zeuge für den Untersuchungsausschuss geladen war. Und dass wir als Ausschussmitglieder von der Existenz dieses Gedächtnisprotokolls zunächst aus der Presse erfahren haben, hierüber kann sich, glaube ich, jeder selbst sein Bild machen. Seriosität sieht nach meiner Meinung nach anders aus. Und welchen Beweiswert die den Aussagen dieses Zeugen und seines Gedächtnisprotokolls zukommt, darüber wird noch zu sprechen sein. Ich kann verstehen, dass die Betreiberfirmen als Vertragspartei eigene Interessen und Ziele verfolgen. Und wir müssen auch bedenken, dass es bei den Aussagen um erhebliche finanzielle Interessen geht, die Gegenstand des laufenden Schiedsverfahrens ist. Was aber aus meiner Sicht wirklich bemerkenswert ist, ist, dass die Opposition sich während eines laufenden Schiedsverfahrens so uneingeschränkt auf die Seite der Betreiberfirmen stellt. Das ist schon ein starkes Stück. Wir werden den Minister in einem weiteren Termin im Untersuchungsausschuss befragen können und gegebenenfalls auch noch einmal die Vertreter des Betreiberkonsortiums. Meine Damen und Herren, der Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert, das dem Parlament zur Verfügung steht und stellt zugleich ein Minderheitenrecht dar.
Deswegen bedeutet es aber nicht, dass man schon vorher genau weiß, was dann am Ende rauskommt, wie es hier einige Kollegen scheinbar tun. Die Opposition hat mit diesem Recht eine ganz besondere Verantwortung, die sie aber bisher vermissen haben lassen. Uns geht es um Sachaufklärung der Opposition, um Vorverurteilung und Herabwürdigung, um nichts anderes. Und genau in dieses Bild passt auch die neueste Rücktrittsforderung der FDP vom gestrigen Tag, die auch höchst unterhaltsam ist: falsche Prioritätensetzung, Vernachlässigung des dringenden und notwendigen Ausbaus der digitalen Infrastruktur. Liebe Kollegen der FDP, Sie waren mal eine staatstragende Partei. Das haben Sie ad acta gelegt. Kehren Sie doch auf den Boden der Tatsachen zurück. Hören Sie mit dem Klamauk auf und kommen Sie auch dem Untersuchungsausschussauftrag nach. Und im Übrigen darf ich auch auf die Erfolge in der Digitalisierungspolitik verweisen. Besserer, flächendeckender Mobilfunkausbau, Breitbandausbau sind hier die Stichworte. Und genau das zu bestreiten, kommen Sie bitte zum bedeutet doch auch, in welcher aussichtslosen Situation Sie sind. In die haben Sie sich selber hineinmanövriert. Ich lade Sie ein, kommen Sie wieder zur Sacharbeit zurück. Vielen Dank. Nina Warken war das Mitglied im Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss für die Unionsfraktion. Ja, die Auseinandersetzungen sind in der Sache, die was Fraktion diese Pkw-Maut anbelangt, auch was die Rolle von Andreas Scheuer anbelangt, durchaus scharf zwischen Opposition und vor allem Unionsfraktionen. Und bitte. Jetzt wird hier der Redner der AfD-Fraktion, Andreas Mrosek, der hier in dieser Debatte jetzt sprechen soll, aufgefordert, seine Maske anzulegen. Es besteht ja Maskenpflicht seit vergangener Woche hier im Bundestag. Und auch auf dem Weg zum Rednerpult muss die Maske angelegt werden. So will es derzeit die Hausordnung. Und erst am Rednerpult darf die Maske abgesetzt werden. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus. Die Pkw-Maut. Eigentlich wollte ich meine Rede beginnen mit "Es war einmal". Aber diese Einleitung treffe nicht zu, weil es nämlich kein Märchen ist. Nein, es ist Wirklichkeit, es ist bittere Realität. Der Inbegriff für Vergeudung von Steuergeldern, ein Beleg für diese Misswirtschaft. Die Regierung, vertreten durch das BMVI, ist kontinuierlich, ja fast schon chronisch, darauf bedacht, grundsätzlich alle Schuld von sich auf andere zu weisen. Selbst dem Bundesrechnungshof unterstellte das BMVI im November 2019, man habe, ich zitiere wörtlich, fehlerhafte Schlussfolgerungen gezogen. Die Taktik bei den Befragungen im Untersuchungsausschuss ist immer die gleiche. Gedächtnislücken, Lügen, Verschleierungen bestehender Aktenlagen. Ein exzellentes Beispiel dafür, für dieses umtriebige Verschleiern, die Handydaten. Ja, die Handydaten eines Ministers. Kommt Ihnen doch bekannt vor. Von der Leyen erwähne ich hier nur. Auch im Untersuchungsausschuss Pkw-Maut das gleiche gezielte Verschleierungsmanöver. Die dem Ausschuss zugesagten Daten eines Diensthandys verschwanden plötzlich trotz der Aussage, man bereite diese gerade vor. Ohne jegliche Konsequenzen für die Beteiligten. Tut uns leid, Handydaten letztens noch da, jetzt leider weg. Ich nenne das eine bewusste Vorenthaltung von Beweismaterialien. Allerdings möchte ich nicht alles schlecht reden, denn die Erinnerungslücken der hochdotierten Regierungsbeamten sind schon bemerkenswert und wurden gekonnt vorgespielt. Mir kam es immer so vor, als ob diese vorher ganz deutlich gebrieft worden sind. Alles möglichst im Dunkeln lassen, denn im Dunkeln lässt es sich ja gut munkeln. Alles möglichst im Dunkeln lassen. Diese Art von Machenschaften und Einflussnahmen sowie Irreführungen haben wir in diesem Hohen Hause eine übergetroffene Kontinuität. Wie kann man nun grundsätzlich alle Schuld am besten von sich weisen? Das Zauberwort heißt Beraterverträge. Man vergibt eigentlich einfach Beraterverträge, die dem Steuerzahler denn teuer zu stehen kommen. Und wenn man nun meint, es geht nicht schlimmer,
wird man doch seitens des BVMI im ersten Quartal 2018 eine neue Vergütungsobergrenze dieser Verträge vereinbart. Diese Vergütungsobergrenze ist nicht um 1 Million, 2 Millionen oder 3 Millionen erhöht worden. Nein, das BMVI hat die Obergrenze auf einen Gesamtbetrag mehr als verdoppelt, und zwar auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Und dann lässt das BMVI den Vertrag mit diesem Beratungsunternehmen circa ein Jahr später auslaufen und bedient sich eines neuen Unternehmens, schließt neue teure Beraterverträge ab, um dann nach dem Bekanntwerden des EuGH-Urteils auf den alten Berater zurückzugreifen. In einem Irrenhaus geht es geordneter zu. Das neue Beratungsunternehmen hatte es doch tatsächlich gewagt, auf ein nicht unerhebliches Risiko für ein eventuell negatives EuGH-Urteil hinzuweisen. Und noch schlechter, man wagte sich auch noch dieses Risiko in einer Sitzung der Gesamtprojektleitungsgruppe am 26.06.2018 zu bewerten und sogar zu protokollieren. Was für ein Fauxpas! Das Risiko war immer da. Wieder etwas, was diese Bundesregierung nicht geschafft hat. Aber das kennen wir ja. Seriöse Beraterfirmen sind nur solche, die die Meinung der Bundesregierung vertreten. Als alter Seebär, meine letzten Worte dazu. Ein Kapitän ist leicht verstimmt, wenn sein Kiel oben schwimmt. Meine Damen und Herren, hier schwimmt nichts mehr. Das ganze Ding ist abgesoffen. Schlucken müssen es die Steuerzahler. Es gibt aber eine Lösung für die Maut. Kompetenzen zurück aus Brüssel nach Deutschland, und wir klären das dann selber. Danke. So, jetzt setzen Sie bitte Ihren Mundschutz schön auf. Jawohl. Prima. So, die nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion die Kollegin Kirsten Lühmann. Und sie ist die Obfrau der SPD im PKW-Mord-Untersuchungsausschuss. Ja, machen Sie mal das. Ja, also. Prima. Aus diesem Grunde verzichten wir bitte darauf, künftig die Maske an das Mikro zu hängen. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Krischer, Sie haben das Grundproblem angesprochen. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass Sie eine selektive Wahrnehmung haben, als Sie davon redeten, wer hat der PKW-Maut zugestimmt oder nicht. Denn im Bundesrat gab es grün regierte und mitregierte Länder, die zugestimmt haben. Es gab SPD- und CDU-regierte Länder, die abgelehnt haben. Das ist die Wahrheit, aber die Wahrheit lässt sich nun mal nicht skandalisieren. Und darum lassen Sie uns lieber bei der Wahrheit bleiben. Die Frage heute hier ist, was hat die Vernehmung am Donnerstag für Folgen für den Minister? Die Frage bei der Vernehmung war, hat er gelogen, das heißt wissentlich die Unwahrheit gesagt? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig egal, was Sie über die Aussagen denken oder was ich über die Aussage denke. Der Kollege Schiefner hat da schon einiges zu gesagt. Wichtig ist nur, was hat der Minister gesagt? Und der Minister hat gesagt, er kann sich nicht mehr genau erinnern. Er meint, das Angebot hat es nicht gegeben. Er kann es aber auch nicht 100% ausschließen. Das heißt, der Vorwurf der Lüge kann sich nicht aus dieser Aussage herleiten, und verholte Rücktrittsforderungen ändern daran auch nichts. Aber ich sage auch ganz klar, in die Richtung des Koalitionspartners: Die Aussagen von Herrn Schulenberg und Herrn Kapsch waren absolut glaubhaft. Sie sagten, sie brauchten mehr Zeit für eine Verhandlung, weil sie nämlich das Angebot noch um 1 Milliarde Euro runterhandeln mussten. Und sie hatten nur noch 14 Tage Zeit, und sie haben nicht geglaubt, dass das in dieser verbliebenen Zeit klappt. Wir wissen alle, es klappte. Und das ist auch eine Frage, die wir in diesem Untersuchungsausschuss stellen werden. Wie kann es möglich sein, dass innerhalb von 14 Tagen ein Angebot um ein Drittel, um eine ganze Milliarde runtergehandelt werden konnte? Der Minister hat uns gesagt in diesem Zusammenhang, er hatte nur 2 Milliarden Euro vom Bundestag zur Verfügung gestellt. Darum durfte er nicht mehr ausgeben. Das ist die zweite Frage, die wir uns noch stellen.
Denn er hat tatsächlich 163 Millionen Euro mehr ausgegeben, für die keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen, die erst in dem Haushalt 2020 eingestellt wurden. Also die Frage ist die, standen eben nur die 2 Milliarden zur Verfügung oder war es mehr? Wenn es mehr war, dann hätte nicht so schnell abgeschlossen werden müssen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Aber, und da gebe ich dem Kollegen Krischer recht, die Schlussfolgerungen aus dieser Frage der Vernehmung des letzten Donnerstag, die hat nicht die Opposition zu ziehen, die hat nicht SPD zu ziehen, die hat ganz allein der Minister zu ziehen oder sein Parteichef Herr Söder, meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ich habe eine Frage. Warum sind Sie so fixiert auf diese Frage, die wir letzten Donnerstag besprochen haben? Wir haben in diesem Untersuchungsausschuss ganz viele Erkenntnisse gewonnen, die wir noch weiter untersuchen müssen und vor allen Dingen, wo wir den Minister auch noch zu hören werden. Also zum Beispiel die Frage, gab es eine angemessene Risikoabschätzung, wie viel wir eigentlich, wenn der EuGH doch gegen uns entscheidet, zahlen müssen, und zwar vor Vertragsabschluss. Die erste Anfrage an die Berater war 14 Tage nach Vertragsabschluss. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer hat eigentlich gesagt, dass wir garantiert vor dem EuGH gewinnen? Der Minister hat uns letzten Donnerstag gesagt, da gab es zwei Gutachter, die haben das eindeutig gesagt. Wir haben von Zeugen etwas anderes gehört. Wir haben sogar gehört, dass aus dem Haus nach der mündlichen Verhandlungen, also vor Vertragsabschluss, die Bewertung kam, es ist alles offen. Und auch die Unterzeichnung noch in 2018, so wie wir Zeugen gehört haben, war nicht alternativlos. Also wird sich uns die Frage stellen in der Folge, wer kann uns Antworten liefern? Die haben wir noch nicht alle. Und dann wissen wir im Januar, wenn wir den Minister vernommen haben, zwei Fragen beantworten. Was wusste der Minister? Und was hätte der Minister wissen müssen? Das werden wir aber erst im Januar klären müssen können. Und ich freue mich sehr auf die Vernehmung an diesem Tag. Bis dahin werden wir alle anderen Zeugen eingehend befragt haben, auch noch mal den ehemaligen Staatssekretär Schulz. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir eine Bewertung vornehmen. Und auf die freue ich mich. Danke sehr. Sagt Kirsten Bühmann, die Obfrau für die SPD im PKW-Maut-Untersuchungsausschuss. Ja, der Koalitionspartner SPD will sich hier nicht ganz sozusagen in die Verantwortung nehmen lassen für das, was Andreas Scheuer ja als Minister dieser Bundesregierung gemacht hat. Die SPD verweist dann gerne auf den CSU-Parteichef Markus Söder, der aber nach wie vor hinter seinem Minister steht. Cem Özdemir für die Grünen, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages. Das ist ein Nachteil, wenn man Hörgeräte trägt, dann fallen die mit raus. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht heute auch um das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere demokratischen Institutionen, um das Vertrauen zwischen Parlament und Regierung. Das ist für die Demokratie, Sie wissen das alle, essentiell. Und das CSU-Maut-Debakel hat in diesem Sinne, da kann es kein ernsthaftes Vertun geben, großen Schaden angerichtet. Die Frage, die sich stellt, ist doch, was muss denn ein Minister überhaupt noch tun in unserem Lande, um in Zukunft zurückzutreten? Wer im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt hat, ob der Minister oder die Betreiber, das kann am Ende nur das Kreuzverhör klären. Aber etwas verwundert bin ich schon darüber, wie Sie hier über Unternehmen reden, über Unternehmer reden, Sie der Lüge unterstellen. Da muss man sich ja schon fast Sorgen machen über das Verhältnis der Unionsfraktion zur deutschen Wirtschaft. Meine Damen, meine Herren, von allen Seiten bestätigt ist zumindest der Satz, den der Minister zu einem der Mautbetreiber gesagt haben soll. Ich darf zitieren: Sie müssen was für Deutschland tun. Und ganz in diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass der Minister in sich geht und sich fragt, ob er unserem Land da gerade einen Gefallen tut. Und ich hatte das Gefühl beim Zuhören in der Debatte, dass der eine oder andere Kollege, die eine oder andere Kollegin bei der Union insgeheim nicht anders denkt. Meine Damen, meine Herren, aber auch Andreas Scheuer verdient Fairness. Zur Wahrheit gehört auch, wer über das CSU-Maut-Debakel spricht, der darf die Namen Seehofer, Dobrindt und Söder bitte schön nicht unterschlagen. Sie sind mitverantwortlich für die vielleicht teuerste Wahlkampfparole, die es jemals in einen Gesetzestext der Bundesrepublik Deutschland geschafft hat.
Sie alle stecken mindestens so tief im CSU-Mautmorast. Und wenn ich heute die halbgaren, halbherzigen Verteidigungsreden da ist mir noch was aufgefallen. In der Sache, was das eigentliche Anliegen mal war, der eigentliche Grund, warum wir diese Debatte hier führen, da sagt keiner mehr was dazu, weil mittlerweile, glaube ich, alle eingesehen haben, dass der eigentliche Grund, die Schnapsidee der Maut offensichtlich, die nur Ausländer diskriminieren soll, eben von Anfang an eine Schnapsidee war. Diese Idee, die CSU und ihre Maut haben die Bürger heute bereits 80 Millionen Euro gekostet. Dieses Geld, das weiß man heute schon, das ist sicher weg. Höchstwahrscheinlich kostet es noch viele Millionen weitere Euro. Auch dazu hätte ich gerne heute von Ihnen was gehört. Ich glaube, da muss man nicht nur Schwabe sein, um sich vorzustellen, was man mit dem Geld alles hätte Sinnvolles in dieser Republik dringend tun können und tun müssen. Aber was mir am meisten Sorgen bereitet in dieser Debatte ist doch, während wir hier reden über dieses Thema, schreitet die Klimakrise voran. Das Geschäftsmodell Auto, das für viele Regionen in Deutschland konstitutiv ist, weil es ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist, die Automobilwirtschaft, die vor dramatischen Umbrüchen steht, die Beschäftigten, die sich Sorgen machen um ihre Arbeitsplätze, weil es dramatische Umbrüche gibt. Stichworte kennen wir alle, automatisiertes Fahren, vernetztes Fahren, zunehmend emissionsfreies Fahren. Und während diese Debatten hier geführt werden müssten, haben wir ein CSU-geführtes Verkehrsministerium, das sich mit einer selbst angerichteten, absurden Maut beschäftigt. Das richtet Schaden dann für Jobs, Schaden dann für den Standort Deutschland, meine Damen und Herren. Was wir jetzt bräuchten, ist ein Verkehrsminister, der den Stier bei den Hörnern packt, sich an die Spitze der Transformation stellt, Wirtschaft, Beschäftigte, Klimaschutz zusammenbringt und dafür sorgt, dass wir mit all den Partnern zusammen die Verkehrswende gestalten. Ist doch bemerkenswert, der Chef von Volkswagen, Herbert Diess, kündigt an, dass VW auf die E-Mobilität setzt. Was fällt dem Minister dazu ein? Ich darf zitieren, total falsch. Wenn mittlerweile die Mehrheit unserer Bevölkerung für ein Tempolimit auf Autobahnen ist, man höre und staune, sogar der ADAC nicht mehr hart dagegen hält, was fällt dem CSU-geführten Verkehrsministerium ein? Man wittert Verrat. Und wenn der Deutsche Städtetag dann noch für weniger Autos in unseren Städten wirbt, merkt man, die CSU ist in der Verkehrspolitik aus der Zeit gefallen. Sie verstehen unser Land nicht mehr. Sie verstehen nicht, was da draußen passiert, dass die Bürgerinnen und Bürger längst die Verkehrswende gestalten und bauen wollen. Am Anfang dieser Legislaturperiode hat die Koalition das Innenministerium erweitert um die Abteilung Heimat. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber sind Sie nicht der Meinung, dass das eigentliche Heimatministerium doch hätte das Verkehrsministerium sein müssen? Da wird über die wesentliche Infrastruktur dieses Landes entschieden. Ich finde, es ist Zeit, dass künftig dieses Ministerium nicht mehr behandelt wird als eine Art Strafbataillon dieser Republik. Herzlichen Dank. Cem Özdemir war das, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses. Die Maut, ein Prestigeprojekt der CSU 2013, hat der ehemalige CSU-Parteichef Horst Seehofer das Ganze schon in den Koalitionsvertrag der damaligen Großen Koalition hineinschreiben lassen. Und das Ganze hat dann sein Ende gefunden im Juni 2019, als der EuGH die Pkw-Maut gekippt hat. Sehr geehrter Herr Özdemir, also mich wundert es nicht, was Sie Ihre Rede heute beigetragen haben. Ich habe es jetzt nie im Ausschuss gesehen, im Untersuchungsausschuss. Und darum war das wahrscheinlich jetzt gerade auch eine Themaverfehlung, zumindest hinten raus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, was wir schon mal reden müssen heute ist, wir sollten lieber Politik betreiben als polarisieren, vielleicht etwas weniger twittern im Untersuchungsausschuss, eher für die Aufklärung sorgen. Wenn ich, und da habe ich eine Empfehlung an die FDP. Nein, da habe ich eine Empfehlung an die FDP. Ihr bisheriger Beitrag ähnelt eher den Proben einer Serie früher Drama Queen. Also wie Sie sich teilweise im Untersuchungsausschuss und in Beratungen verhalten, ist doch eher grenzwertig. Da geht es eher um die Show als um die tatsächliche Aufklärung. Und es ist schade. Und wenn wir heute die Aktuelle Stunde sehen, meine Damen und Herren, Sie sprechen von Vertrauen gegenüber Politik und Bürgern. Das Verfahren des Untersuchungsausschusses ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind mittendrin
Und Sie kommen schon zu Schlussfolgerungen, ohne den Bericht zusammenzufassen. Wo sind wir denn? Wie seriös ist denn das überhaupt? Und dann, sehr geehrter Kollege von der AfD, Sie beraten über Berater, Beraterverträge. Ja, könnten wir heute aufklären, wenn wir nicht hier sitzen würden, sondern im Untersuchungsausschuss? Es ist schade, weil ich finde, es ist verlorene Zeit. Wir bringen heute Punkte auf den Tisch, die noch nicht geklärt sind, die noch offen sind. Aber Sie haben Ihre Meinung schon gebildet und es ist einfach schade. Und dann zu den Zeugen. Da bitte ich auch doch, das mit gleichen Maßstäben zu messen. Wenn wir von den drei Betreibern oder von den Betreibern reden, die letzte Woche da waren, wenn es jemand aufgefallen ist, der im Untersuchungsausschuss war, die haben alle drei den gleichen Rechtsberater. Dann haben wir zwei Unabhängige und Staatsministerium, die anders ausgesagt haben. Und trotzdem stufen Sie Ihre Zeugen unterschiedlich ein. Da bitte ich doch auch etwas zu mehr Objektivität und zur Einsicht. Die Beweggründe von Unternehmen, wenn parallel ein Schiedsverfahren läuft, dürfte ja auch klar sein. Auch das würde ich Sie bitten, in Ihre Überlegungen und Ihre Beurteilung mit aufzunehmen. Und wenn Sie, liebe Opposition, oft mit der Federn der Strafprozessordnung schmücken und sich zum Richter hochstilisieren, dann bitte auch mit dem Grundsatz der Fairness und der Sachlichkeit. Und das lasse ich doch etwas vermissen. Und wenn ich zur Zeugenfrage noch mal komme und drüber rede. Wir hatten letzte Woche einen Zeugen, den Sie geladen haben, den Sie als Kronzeugen präsentiert haben, der bei den Gesprächen gar nicht dabei war, wo nachträglich das Protokoll erfasst wurde. Den sollte er Kronzeuge sein. Das hat jetzt nicht zur Wahrheitsfindung wesentlich beigetragen, sondern eher zur Verunsicherung. Und dann haben wir noch, die zwei Betreiber, die da waren, auch die gleiche Seite. Klar haben die Interessen, die sie vertreten müssen. Und die geheimen Besprechungen, die waren ja gar nicht geheim. Das waren ja keine Geheimtreffen, das waren Kennenlerntermine. Auch das muss man hier einmal sagen. Das stellte sich aber letzten Donnerstag anders. Das hörte sich aber ganz anders an letzten Donnerstag. Haben Sie gehört? Letztes Jahr übrigens auch so. Es ist schön, dass Sie jetzt alle schon Ihre Schlussfolgerung ziehen. Warten Sie doch bitte die Unternehmen und die Befragung noch mal ab. Wir haben noch einige Punkte, wir haben auch noch den nicht öffentlichen Teil, wo sicherlich einiges geklärt werden kann, wo wir heute noch nicht drüber gesprochen haben und nicht drüber sprechen können. Ich bitte Sie wirklich, zur Sachlichkeit zurückzukommen und drüber zu reden. Und wenn Sie sagen, die Maut, die Infrastrukturabgabe des Ministers, dann bitte ich doch noch mal zu bedenken gegeben, dass der Bundestag und der Bundesrat hier zugestimmt haben und es nicht die Maut der CSU oder des Ministers ist, sondern des Parlaments und des Bundesrats. Und dadurch hatte der Minister einen Auftrag, die Infrastrukturabgabe entsprechend umzusetzen. Und dem ist auch entsprechend nachgekommen. Meine Damen, meine Herren, lassen Sie doch bitte die Schau etwas weg. Lassen Sie uns aufklären. Diese Stunde hat eine Stunde oder etwas mehr für die Aufklärung eigentlich verhindert. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Lassen Sie das Thema wirklich der Sachlichkeit zurück. Und Herr Krischer, die Vorverurteilung, die Sie getroffen haben, das ist wohl wirklich etwas schade. Sie spielen sich auf moralische Partei, aber können nicht mal das Verfahren entsprechend abwarten. Das ist typische grüne Politik. Kehren Sie zurück zur Sachlichkeit, noch mein Appell. Und lassen Sie uns den Untersuchungsausschuss abschließen und dann zu einer Beurteilung kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Bela Bach. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zur Mautaffäre ist schon viel gesagt worden und wir können jetzt weiter über Erinnerungslücken von Einzelpersonen sprechen und uns kollektiv fragen, wo Gedächtnisleistung einsetzt und wo sie endet. Ich behaupte aber, das ist bis zu einem gewissen Maß individuell. Was aber nicht der individuellen Gedächtnisleistung unterliegt, das ist die Historie der sogenannten Ausländermaut.
die Sie ja euphemistisch zur Infrastrukturabgabe umgetauft haben. Die Ausländermaut ist nämlich nichts anderes als Sinnbild des kollektiven Versagens der CSU. Und dazu müssen wir ins Jahr 2013 zurückgehen, als das Debakel seinen Anfang genommen hat. Im Jahr 2013 sind nämlich die Termine für die Bayerische Landtagswahl und für die Bundestagswahl mit dem Abstand einer Woche zusammengefallen. Damals habe ich Wahlkampf für den SPD-Spitzenkandidaten Christian Ude gemacht. Und pünktlich zu den Sommerferien kam aus der Parteizentrale der CSU der Vorschlag einer Ausländermaut. Damaliger Generalsekretär der CSU, das waren Sie, Herr Dobrindt. Und jeder weiß, dass sich der Vorschlag de facto gegen Österreich gerichtet hat, einfach weil zwischen beiden Ländern gerade im Sommer ein erhöhter Reiseverkehr besteht. Und Ihr damaliger Parteivorsitzender, Horst Seehofer, hat daraus auch übrigens überhaupt keinen Hehl gemacht. Ich zitiere aus einer Wahlkampfveranstaltung in Amberg aus dem Jahr 2013, über die auch der Spiegel berichtet hat. Da hat Seehofer gesagt, die Deutschen zahlen in den meisten europäischen Ländern. Daher sollten die Ausländer jetzt auch in Deutschland zahlen, aus Gerechtigkeitsgründen. Das Gerechtigkeitsempfinden von Horst Seehofer ist maximal selbstbezogen. Das wissen wir alle, das haben wir auch bei der Debatte um Moria gesehen, als er ganze 150 Geflüchtete aufnehmen wollte. Und erst auf Druck der SPD wurden es dann 1.500. Bei der Maut wurde aber auch noch ganz viel in einen Topf geworfen, das eigentlich total unverträglich ist. Denn mit ausgleichender Gerechtigkeit hat es überhaupt nichts zu tun, wenn Inländer hintenherum über die Kfz-Steuer entlastet werden, EU-Ausländer, die aber in ihren Heimatstaaten systemisch ganz andere Finanzierungsinstrumente haben, nicht. Das ist ein klarer Fall der mittelbaren Diskriminierung, und das hat der EuGH für Sie auch sehr folgenreich festgestellt. Einigermaßen erschreckend ist es aber, wenn man sich die damaligen Einschätzungen aus Ihrer eigenen Fraktion vor Augen führt. Bis Dezember 2013 hieß der Verkehrsminister nämlich Peter Ramsauer. Und Herr Ramsauer hat bereits zu Beginn vor der sogenannten Ausländermaut gewarnt. Nach Gesprächen mit dem EU-Verkehrskommissar hat er klargestellt, dass es keine Verbindung zwischen der Erhebung einer Pkw-Maut geben darf und der Absenkung der Kfz-Steuer. Dies sei europarechtswidrig. Exakt so hat der EuGH dann auch geurteilt, weil nämlich Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen überwiegend deutsche Staatsangehörige sind, ist das de facto eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Als darauf folgender Verkehrsminister haben Sie, Herr Dobrindt, die technische Umsetzung der Maut bis 2015 gewollt. Gleichzeitig wurde im Koalitionsvertrag festgehalten, dass durch die Maut kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet wird als heute. Damit haben Sie Ihrem eigenen Haus eine rechtliche Unmöglichkeit ans Bein gebunden. Es gab also aus den eigenen Reihen von Seiten des damaligen Verkehrsministers Ramsauer eine eindeutige Warnung, dass es keine Verbindung zwischen Maut und Kfz-Steuer geben darf. Gleichzeitig stellt aber sein eigener Nachfolger Dobrindt exakt diese Verbindung her, weil vorher ein Ziel in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt worden ist, das kaum eine andere Lösung zugelassen hat. Und jetzt ist aber die rechtliche Durchsetzung von, also ist die Umsetzung von rechtlichen Unmöglichkeiten und der Bruch von Wahlversprechen durch die CSU definitiv nicht das Problem der SPD. Was aber überhaupt nicht geht, ist die Hypothek, die Sie dem Steuerzahler hinterlassen. Es drohen nämlich Schadensersatzforderungen in Höhe von 560 Millionen Euro, weil die CSU unter der Führung von Horst Seehofer und damals Alexander Dobrindt eine absolute Mehrheit bei der Bayerischen Landtagswahl zurückgewinnen musste. Und dafür sind Sie nicht nur bereit, den europäischen Gedanken zu verkaufen, sondern auch dieses Land seit 2013 in Geiselhaft zu nehmen, mit einem nachweislich falschen politischen Versprechen, über das Ihre eigene Kanzlerin gesagt hat, mit mir als Kanzlerin wird es keine Maut geben. Und das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn Sie stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen, der seit 2013, der seit 7 Jahren vorprogrammiert war und den Sie jetzt auch im Kollektiv zu verantworten haben. Vielen Dank. Ela Bach war das für die Sozialdemokraten. Verzeihung. Vielen Dank. So, also, vielen Dank. Das war dann.
doch das Ende der Rede. Bela Bach war das, wie gesagt, für die Sozialdemokraten. Und da war ja doch schon auf dem Weg Ulrich Lange, letzter Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Er ist der Obmann der Unionsfraktion im PKW-Maut-Untersuchungsausschuss. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner einer solchen Debatte erlauben Sie mir zunächst eine Vorabbemerkung. Das Niveau und das Verständnis von Rechtsstaat war hier heute an mancher Stelle, sorry, aber wirklich schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und es war ein Missbrauch des Plenums, das sage ich so deutlich, davon konnten wir uns an dieser Stelle überzeugen, meine Damen und Herren der Grünen. Der Einzige, der im Untersuchungsausschuss immer da ist und arbeitet, der durfte bei Ihnen nicht reden. Geredet haben die mit einer großen Klappe, die noch keinen Fetzen Arbeit geleistet haben. Ja, lieber Kollege Grifer, es ist immer das Gleiche. Reißen Sie den Mund auf, und wenn es um die Akten geht und wenn es um die Details geht, da sieht man Sie nicht. Ja, das ist ein gewisses Verständnis, das ist einfach schwierig. Und Sie haben so oft das Wort Wahrheit bemüht. Ich fange jetzt auch mal bei der Geschichte an. Natürlich haben die Grünen der Maut mit zugestimmt. Und auch die Linken waren dabei. Ich sage nur Thüringen, will man immer alles nicht wissen. Gehört aber zur Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kollegin, Sie kenne ich noch nicht. Aber liebe Kollegin, macht nichts. Macht nichts. Nur, ich darf Ihnen einfach mal erklären. Die Kollegin Lühmann, mit der ich jetzt einige Jahre immer wieder ganz gut zusammenarbeite, der Kollege Bartol, mit dem ich auch immer wieder ganz gut zusammenarbeite, haben zusammen diese Maut mitverhandelt. Der Herr Justizminister Maas, seines Zeichens Außenminister, hat die Maut abgesegnet. Der Fraktionsvorsitzende, ich weiß nicht, welcher es gerade war, wir hatten immer wieder Wechsel bei Ihnen, hat die Maut mitgezeichnet. Und der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel, den Sie nicht mehr kennen wollen, hat auch mitgezeichnet. Schauen Sie mal in die Geschichte Ihrer Partei, dann wissen Sie, dass Sie ein Teil dieser Infrastrukturabgabe sind. Die SPD sollte stolz darauf sein und Sie heute hier nicht angreifen. Meine Damen und Herren, dass das Ganze heute hier ein Showmanöver ist, ist ja wohl offensichtlich. 3.000 Ordner, 1 Million Blatt, 10.200 Dateien der Betreiber, 4 Zettel öffentlich. Und über die unterhält sich die Republik. Über den Rest unterhält sich die Republik nämlich nicht. Insbesondere nicht über 10.200 Dateien der Betreiber, die ja der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich sind. Also, wer hier meint, mit einem Zettel oder zwei Zetteln Politik machen zu können und Wahrheit finden zu können, sage ich ganz offen nochmal, der missbraucht heute dieses Plenum. Meine Damen und Herren, das Ganze hat was von Vorverurteilung. Und Vorverurteilung ist uns als Parlamentarier eigentlich unwürdig. Und ich verwende ausdrücklich das Wort unwürdig. Wenn ich in die Reihen der FDP schaue, ich hatte mal wirklich Respekt vor dieser Partei. Vielleicht habe ich sie sogar als Anwalt mal gewählt, weil ich an die Rechtsstaatspartei FDP geglaubt hatte. Wenn ich an die Grünen schaue, wenn ich Richtung Grünen schaue, dann wird es zur Rechtsstaatspartei nicht reichen. Liebe Kollegen der FDP, Paragraph 33 PUAG. Paragraph 33 PUAG sagt, dass wir einen Abschlussbericht zu machen haben
Und genau den haben wir abzuwarten, und das wollen Sie nicht. Und 24 PUAG sagt Ihnen, was eine Gegenüberstellung ist. Verwenden Sie nicht fälschlich das Wort Kreuzverhör. Das Wort Kreuzverhör gibt es bei den Amerikanern. Und die Amerikaner leben zurzeit leider von Fake News. Und lieber Kollege Özdemir, also mit dem Untersuchungsausschuss haben Sie ja wirklich nichts zu tun, aber scheinbar mit der Wirtschaft. Und Sie glauben dann beurteilen zu können, wer die Wahrheit spricht und wer lügt. Es ist schon bemerkenswert, dass genau Sie für die Partei ergreifen, die Ihre Partei im Bayerischen Landtag mit einer kleinen Anfrage vom 30.09.2016 wegen eines Strafverfahrens, wegen Schwarzmarkt-Tickets heute hier verteidigen wollen. Wer über ehrenwerte Kaufmänner redet, der muss sich die gesamte Geschichte der einzelnen Personen anschauen, meine Damen und Herren. Auch das gehört zur Bewertung, wenn man so selbstsicher sagt, einer lügt und einer spricht die Wahrheit. Meine Damen und Herren, auch der Zeuge Schulz, lieber Kollege Krischer, der Zeuge Schulz hat Ihnen eines kaputt gemacht, die Show. Aber es war rechtsstaatlich in Ordnung. Es gehört zum Rechtsstaat, dass die aussagen dürfen als Zeugen, die an einem Termin teilgenommen haben. Und wenn Sie einen Zeugen nicht wollen, dann zeigt es, dass dieser Zeuge vielleicht eine Aussage bringt, die Ihnen nicht passt. Aber wer an der Wahrheit arbeitet, muss alle hören. Das wäre unsere Aufgabe. Dafür gehen wir jetzt wieder in den Untersuchungsausschuss. Zurück aus dem Plenum. Wir suchen die Wahrheit, und die liegt definitiv nicht hier. Die liegt heute definitiv nicht in dieser Aktuellen Stunde. Sie war leider der klassische Missbrauch des Plenums. Dankeschön.